Konditorei macht sich Daniel Assmann auf den Weg zu etwas Einzigartigem in Nordrhein-Westfalen. Für das Beste im Westen gehe ich heute auf Reisen, und zwar mit der Bahn. Aber nicht mit dem ICE, sondern mit der 78468. Die letzte betriebsfähige Lok ihrer Art in ganz Deutschland. Und um die zu sehen, heißt es für mich jetzt, nächste Haltestelle Eisenbahntradition e.V. in Leggerich. Schub, schub! Michaela? Michaela? Michaela Quante kümmert sich hier um eine ganz besondere Lok. Sie ist absoluter Profi auf diesem Gebiet. 78468, da ist sie, die alte Dame. Und damit meine ich nicht Michaela. Michaela? Daniel, hi! Michaela verbrachte als Kind viel Zeit im Eisenbahnverein und hat dann ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Heute arbeitet die 43-Jährige bei der Bahn. Was ist denn wirklich so das Besondere, das Einzigartige an der, und da steht es nochmal, 78468? Die 78er ist die einzige Lokomotive dieser Baureihe, die überhaupt in Deutschland gerade betriebsfähig ist. Mhm. Und das ist eine Lokomotive, die war schon immer beim Personal wahnsinnig beliebt. Die ist fallschnell, die fährt 100 km/h. 100? 100 km/h, ja. Die fährt vorwärts, rückwärts gleich schnell und eine ganz extreme Laufruhe bei der Lokomotive. Also wirklich eine Top-Konstruktion. Ja, krass. Und wem gehört die jetzt gerade? Weil da steht natürlich noch Deutsche Bahn drauf und so, aber... Die Lok gehört der Eisenbahntradition in Leggerich. Hier sieht man auch die Fahrzeugkennung, ETL, da steht's. Da würde der Fachmann das erkennen. Der Teufel, genau. Auch im Verein gehört das? Die gehört unserem Verein, ja. Okay. Und der Verein kümmert sich quasi darum, dass sie so erhalten bleibt und die einzige bleibt, die dann auch in Deutschland fahren noch kann? Ja, das sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter, die das hier stemmen. Da gibt's keinen, der bezahlt wird für. Das heißt, wenn hier zu Hause jemand mal mitmachen möchte und sagt, komm, ich bin technikbegeistert und da kann ich mit anpacken, ja? Wir suchen immer helfende Hände, deswegen haben wir dich auch eingeladen. Ja, sehr gut. Das gute Teil heißt Clara, aber liebevoll Klärchen genannt. Hier ist aber schon direkt muckelig warm drin, ne? Ja. Dampflok Klärchen ist über 100 Jahre alt. Bis in die 60er war sie im Raum Wuppertal im Einsatz. Das ist deine Aufgabe. Die Kohle muss jetzt da rein. Ja. Da müssen wir zuerst mal an dem Rad drehen. Aber da musst du auch Kraft haben, ne? Ja. Boah. Ganz nach vorne am besten. So? Noch ein bisschen weiter. Vielleicht kannst du mir noch mal einmal zeigen, wie man das als Profi macht. Ah ja. Die ist ganz nach vorne. Und zwar mit richtig Schwung. Wie viel Wasser haben wir denn jetzt hier? Oder wie viel braucht ihr überhaupt? Wir brauchen auf jeden Fall immer so viel Wasser, dass hier Wasser zu sehen ist. Ja, in dem Röhrchen. Das sind zwei kommunizierende Röhren. Und da muss unsere Feuerbüchse, die ja 1500 Grad heiß ist, immer von Wasser umspült sein. Sonst könnte es knallen. Ja? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Dann guck mal schnell, ob alles noch okay ist. Nein, das haben wir alles schon geprüft. Ja. Also hier ist wunderbar. Du siehst, wir haben mittleren Wasserstand. Ja. Und wenn uns Wasser fehlt, dann können wir das nachspeisen. Wo mit kommt das her? Pumpen. Wir haben hier an der Seite Wasserkästen. Dann nehmen wir 12 Kubikmeter Wasser mit. Mhm. Und die tun wir dann während der Fahrt immer nachspeisen. Ah ja, okay. Und um das wieder aufzuladen, gibt es da eine Wassertankstelle oder wie? Ja, einfach an einem Hydranten, klar, da können wir, oder die Feuerwehr, die kommt öfter mal und beliefert uns mit Wasser und dann... Super. So, Kohle passt, Hitze haben wir, Wasser ist richtig, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch schmieren. Schmieren? Wenn wir uns bewegen wollen, haben wir überall Gleitlager und die müssen alle noch einzeln abgeschmiert werden. Okay, also jetzt wird's schmierig. Jetzt wird's schmierig. Draußen wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Okay. Nur wenn noch was überbleibt hier, die Kamera, die muss auch noch mal geschmiert werden, ne? Das macht man nicht von der Lok. Ach, das darf man gar nicht? Nein, das darf man nicht. Ja, direkt den ersten Fehler gemacht. Ich bin so gut geschmiert, da habe ich gedacht. Da geht's jetzt rund. So eine historische Lok braucht viel Pflege und das ist rekordverdächtig teuer. Übrigens, der TÜV von der alten Lok, und jetzt halten Sie sich fest, der kostet mal locker 200.000 Euro. Es kann losgehen, oder? Ist Clara bereit? Wir sind bereit. Ja, okay, super. Komm, dann ab geht's. Ab geht's.
Na dann mal los, auf große Fahrt. Ja. Einmal hier bitte den Achtungspfiff geben. Ja. Zweimal, oder? Einmal. Achtung, Klärchen kommt. Bremse lösen und dann geht's rund. Okay. Über 100 Jahre alt und trotzdem noch voll in Schuss. Der Eisenbahntraditions-EV finanziert sich übrigens ausschließlich durch die Fahrkarteneinnahmen. So, für mich ist leider Endstation, obwohl ich wäre richtig gerne noch weitergefahren. Denn das ist ein Erlebnis für alle Sinne. Das Beste ist, Klärchen können Sie in ganz NRW erleben. Hut ab! Von dieser einzigartigen Lok geht es jetzt?